Da bewegt sich noch was im Hintergrund. Ja, ja, wir warten noch kurz, bis der junge Mann da hinten raus ist. Mami, ich bin im Fernsehen. So, wow. Das Bild springt. So, komm hier mal. Aber ernsthaft. Ready? Mhm. Ist es, wichtig ist, nicht auf dich gucken auf den Bildschirm, sondern in die... Ach so, ja. Das ist wie bei meiner Fotobox, habe ich ja extra aufgeschrieben. Nach oben gucken. Gucken trotzdem alle auf den Bildschirm. Ja, ja, stimmt. Das ist leider so. Danke. Hallo zusammen. Ich sitze hier mit Elena. Hallo Elena. Hallo Stefan. Das Thema ist Fotokritik, Portrait. Ihr habt mir Porträts vorhin von rein. Hallo zusammen. Fotokritik, Porträts. Und neben mir sitzt die Elena. Hallo Elena. Hallo Stefan. Ihr habt mir Porträtfotos geschickt und wir haben gesagt, wir machen eine Fotokritik dazu. Es kamen über 200 Einsendungen. Wir haben ein paar ausgewählt. Also tut mir leid für alle, die jetzt halt nicht dabei sind. Das hat nichts mit, das ist überhaupt keine Wertung oder sowas, sondern wir haben versucht, ein paar Sachen rauszunehmen, sodass wir was besprechen können, was auch sinnvoll ist. Also wir haben zum Beispiel mehrere Fotos mit Hut drin, weil einer hat so gelöst, einer hat so gelöst, sodass wir das halt aufgreifen können. Solche Überlegungen. Also wie gesagt, gar keine Wertung. Positiv, negativ, spielt überhaupt keine Rolle. So. Ganz kurz noch, ein ganzer Haufen war dabei, die haben mir eine E-Mail geschickt, ohne Bild angehängt. Das vielleicht prüfen, dass auch ein Bild angehängt ist. Und viele haben mir auch geschickt, irgendwie Download-Links. Ich lade mir nicht irgendwelche Download-Links von euch runter, da bitte ich um Verständnis. Das ist eine Google-E-Mail-Adresse, die haben Virenscanner und dem vertraue ich so ein bisschen besser als meinem eigenen. Also ich lade mir nicht irgendwelche Dateien von dir, von irgendwelchen Servern runter. Da bitte ich um Verständnis. So, soviel zur Randbemerkung. Kinder. Und wir haben keine Kinder ausgewählt. Hätte ich sagen sollen vor der Einsendung, tut mir leid, habe ich nicht dran gedacht, explizit keine Kinder, weil es immer ein bisschen heikel ist, finde ich. Zumal auch ein paar von den Kinderfotos so waren, dass ich die auch nicht im Internet hätte sehen wollen, ganz ehrlich. Also fand ich komisch. Nicht alle, aber ein paar. So, jetzt fangen wir mal an. Und zwar haben wir vor uns hier stehen, hat ja dazu die Ann. Und der Fotograf ist Stefan. Der hat das gemacht mit der A7 M3, Blende 1.8 bei 85 mm. Fensterlicht, also durchs Fenster durch. Haben wir im Vorfeld schon gesagt, super schöne Sache, also schöner Look. Vom Foto her, er hat mir das so geschickt, das ist ein JPEG, ich kann es nur bedingt bearbeiten. Aber wir haben im Vorfeld gesagt, Schwarz-Weiß wäre irgendwie sogar besser, hattest ja, du gesagt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das einmal umwandeln. Einmal auf Schwarz-Weiß gehen. Alles, was wir hier sagen, ist weibliche Intuition, Bauchgefühl. Und nur weil ich sage, Schwarz-Weiß ist besser, heißt nicht, dass du das Gleiche sehen musst. Ne? Also, genau. So, Schwarz-Weiß-Bild zu haben. Genau, und dann würde ich das Ganze noch ein bisschen härter ziehen, die Kontraste erhöhen. Genau, Schwarz-Weiß lebt ja davon. Nebenbei ganz kurz, man sieht oben rechts das Histogramm, da vielleicht mal ein bisschen drauf achten. Schwarz-Weiß-Bilder, typischerweise will ich tatsächlich bis schwarz gehen und bis weiß gehen und nicht nur ein Histogramm in der Mitte haben, ist meist, nicht immer, aber meistens langweilig. Davon lebt es, genau. Also nur grau und grau bringt nichts, also wir brauchen immer schwarz und weiß, Punkt. Ja, Fensterlichter sind gerade durch das Fenster, finde ich unwahrscheinlich spannend, weil du diese Reflexion einfach vorne mitnehmen kannst. Mhm. Und man kann, indem man sich mal ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links bewegt, diese Reflexion auch wirklich beeinflussen, dass wirklich das Gesicht mehr zur Geltung kommt. Das ist sehr weiches, sehr schönes Licht. Auch empfehlenswert bei Frauen, die auch ein bisschen älter sind, sieht immer super aus. Also wirklich ganz, ganz tolle Sache, wenn man die Möglichkeit hat, immer gerne. Also Hochhäuser geht natürlich nicht, aber so Erdgeschoss funktioniert super. Ja, Hochhäuser manchmal auf der Terrasse oder so. Das ja gut, ja. Wenn man Möglichkeit hat, hinzustellen, ja. Man seilt sich ab. Ja. Nee, aber Terrasse. Genau. Also das Einzige, das ist wirklich minimal, was mich an diesem Bild stören würde, ist tatsächlich, dass man... Genau, ich setze es nochmal zurück, da fällt das mehr auf in Farbe. Genau. Sie hatte halt diese komische Reflexion neben dem Ohr. Das sieht fast so aus, als wenn da irgendwie so ein Trichter rausgehen würde, so ein Spock-Ohr oder sowas. Das hätte mich jetzt wirklich auch gestört. Die Reflexion unten vor ihrem Oberkörper finde ich sehr attraktiv. Ja. Auch oben links im Bild, also rechts, wenn man drauf guckt. Das Weiße finde ich auch attraktiv, aber dieses komische Ohrförmige fand mir sehr unattraktiv. Genau. Und Schwarz-Weiß war auch der Mal. Kann man drüber streiten. Die Farben waren jetzt nicht so spannend, dass ich sage, die Farben bringen was. Mhm. Und dann ist es minimalistisch und Schwarz-Weiß. Ja, definitiv. Also das gewinnt nur. Ja, würde ich auch sagen. Ja, aber sonst gute Arbeit, Stefan. Mhm. Also schönes Foto. Wirklich. Ja. Macht Spaß, weiter. Sowas zu sehen. Weiter so. Weiter so. Mehr Frauen vors Fenster stellen. Genau. Verdammt, ich gucke die ganze Zeit auf mein Bild, nicht auf die Linse. Die ganze Zeit. Ja, ich gucke da gerade gar nicht hin. Hallo. Ja. Dieses Video ist gesponsert von LexOffice. www.lexoffice.de/foto. Meine Buchhaltung macht sich von allein.
Das ist wahrscheinlich auch durch, wobei die Scheibe ist vielleicht runtergefallen. Nee, die Scheibe ist gerade runter. Nee, Scheibe ist runter, definitiv. Scheibe ist runter, aber bleiben wir dabei. Auch ein spannendes Bild. Gerade bei den ganzen Einsendungen, wir haben so durchgeguckt und ja, nein, nehmen wir nicht. Und das ist also sehr hängen geblieben. Also wirklich Eyecatcher, Eyecatcher. Mhm. Einer der besten. Also interessant, eins der interessantesten Fotos. Sie guckt, hat einen coolen Look drauf, sie guckt cool. Hier links ist halt irgendwie irgendwas unscharf, ich weiß nicht, ob der Spiegel ist oder so. Unscharfer Vordergrund, perfekt. Darf man haben, ist fast zu viel, das ist ein bisschen so, mir wäre es fast zu viel, aber kann man haben. Bearbeitung finde ich nicht schön, ganz ehrlich. Also, mit den Augen hier, da ist sehr viel Schärfe drauf, es ist sehr weiß gemalt, also das sieht einfach weiß gemalt aus, ich weiß nicht, was du da gemacht hast, würde ich so nicht machen. Aber davon ab, Eyecatcher und schönes Bild, schöne Frau, schönes Auto, weiß ich nicht. Aber schönes Bildaufbau. Ja, schöner Bildaufbau, also wirklich Eyecatcher kann ich nicht oft. Auch wenn man hier die Übersicht sieht, bleibt man hängen. Mhm. Eyecatcher. Sehr schön. Auch die Schwarz-Weiß-Umwandlung hat er schön gemacht. Es ist schwarz-weiß, weiß-weiß, Histogramm geht über alles rüber. Das Gesicht ist nicht dunkel abgesoffen oder so. Also, schönes Bild. Ja, gefällt mir auch. So, wir haben noch mehr Fenster. Hier haben wir ein Fenster, hier haben wir eine Frau am Fenster. Fensterlicht von Andreas mit der Leica M. Aha. ISO 200 Summilux 50 mm. Also Standard-Fensterporträt, da muss ich hingucken, Standard-Fensterporträt halt, schönes gleichmäßiges Licht, auch die dunklen Haare saufen nicht ab, hatten wir gesagt. Nein, ne? Der Hintergrund hebt sich noch ein bisschen, ja, auf jeden Fall. Also nicht super spannend, sie guckt halt aus dem Fenster und hat keinen irgendwie spannenden Gesichtsausdruck, sie kommuniziert auch nicht mit mir oder so, wir sehen nicht, was sie draußen macht, aber das ist immer so bei solchen Bildern. Dadurch ist es nicht so ein Eyecatcher wie eben das Autobild, wo sie, ich pack's nochmal daneben, wo sie uns halt anguckt. Viel, viel spannender, weil sie mich direkt anguckt. Aber schön gemacht. Einfaches, schlechtes Porträt. Sie guckt raus. Schönes, schöner Lichtverlauf. Auch keine Reflexion auf der Brille. Ja, das hat er auch sehr gut hingekriegt. Also schön. Also gut gelungenes Bild auf jeden Fall. Also da ist, wie gesagt, also minimal anderer Gesichtsausdruck, aber ansonsten top. Mhm. Top. Ja. Das war gut. So, dann haben wir hier noch auch fensterlich ein Selbstporträt von dem Wolfgang. Auch schön. Also nett, hell, freundlich beleuchtet, auch nicht super spannend, aber muss ja auch nicht zwingend super spannend sein, dafür ist er recht gleichmäßig beleuchtet, ganz bisschen dunkler da, ganz bisschen Schattenverlauf, dadurch hat er Plastizität, auch das Kinn ist markant genug, dadurch, dass ein bisschen Schatten drin ist. Also nettes Porträt. Ein Bildausschnitt passt, da ist nichts ist irgendwie gut, zu viel, zu wenig oder sonst irgendwie, ist auch nicht kann immer so Baseballkappe drin, ja, nein, kann man immer drüber streiten, bin ich ja nicht so ein Fan von, ich stehe zu meiner Frisur, aber ich weiß, dass da manche Männer irgendwie andere Meinung zu haben. Nee, also schönes Bild. Ganz, ganz kleine Kleinigkeit. Wenn ich da stehen würde, bei mir würden die Augen mehr absaufen als bei ihm. Ich habe sehr tiefliegende Augen. Das hat er, glaube ich, ein bisschen, aber nicht ganz so doll. Man sieht es an seinem rechten Auge. Das ist halt hier sehr doll Schatten schon. Gerade noch gut, aber gerade noch gut. Wir sehen es nachher noch bei anderen Bildern, sieht man es mehr. Es sieht auch so ein bisschen so Pausbacken, noch nicht ganz. Später sehen wir das gleich nochmal. Deswegen sage ich das jetzt. Weil hier ist es gerade noch gut. Beim anderen Bild, was Sie nachher sehen, ist es eben nicht mehr gut. Deswegen darf ich mal darauf achten, dieser Pausbacken-Look, der entsteht, wenn das Licht zu sehr von der Seite kommt und nicht genug von vorne kommt, weil die Wange einfach vorsteht gegenüber dem Jochbein da. Aber in dem Fall ist es schön, auch Reflexionen in den Augen, lebendig und so. Und nettes Lächeln, also das ist wirklich so authentisches Bild. Typ. Ja, also genau. Auf der Webseite irgendwie über mich und dann so ein Bild. Ja, ein netter Typ, mit dem kann man Geschäfte machen. Ja. Ich würde es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen mehr Kontrast reindrehen, aber das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung, weil ich gerne kontrastreiche Bilder habe. Ja. Würde ich jetzt nicht machen, aber ja. Aber ja, kann man drüber streiten. Das ist wirklich persönliche Präferenz, ja. Okay, also das war schön soweit. Wir bleiben mal bei diesem Stil so ein bisschen, weil da haben wir noch mehr von. Der ist auch wahrscheinlich am Fenster. Nee, der ist wahrscheinlich geblitzt, ne? Aber ich wollte eigentlich den daneben packen. So. Den wollte ich daneben packen. Das ist der David. Und wir packen die beiden mal nebeneinander. So, das eine ist offensichtlich geblitzt und das andere ist offensichtlich wahrscheinlich am Fenster, weil es sehr, sehr, sehr viel weicher, wenn ihr mal darauf achtet. Der Dave hat einen sehr knackigen, harten Look. Er ist von hinten, das Ohr leuchtet so ein bisschen auf beiden Seiten, weil er hinter sich einen Blitz stehen hat und einen dunklen Hintergrund. Wenn es der Hintergrund heller wäre, würde das nicht so auffallen. Mhm. Dadurch sieht es ein bisschen künstlich aus. Also es ist künstlich, es ist geblitzt, aber man sieht, dass es künstlich ist. Und das ist bei ihm nicht so, sondern hier ist es ja ein sehr, sehr weicher Übergang, weicher Verlauf, schönes, weiches Licht. Und hier ist halt viel knackiger. Dafür ist es halt knackiger. Man kann das ja auch wollen. Das ist ja nicht knackig, ist ja nicht gut oder schlecht. Das ist eine Frage des Letzten, was man will. Also eigentlich sehr ähnlich, beide mit Baseballkappe, beide von vorne beleuchtet, ganz, ganz anderer Look. Und beide haben was. Mich stört dieses von hinten, die leuchtenden Ohren. Hätte ich ein bisschen anders gelöst.
weicheres Licht, hellerer Hintergrund oder irgendwo noch einen Reflektor rein. Und wenn hier ein Reflektor stehen würde, wäre die Wange nicht ganz so schwarz, ist wahrscheinlich auch in der Nachbearbeitung noch ein bisschen verstärkt, wäre das wieder ein bisschen heller, dann wird das nicht so auffallen. Mhm. So ist ein bisschen so, ich gucke die ganze Zeit dahin, weil es sieht wie reingeschnitten aus. Es ist ein Scherenschnitt und klebt auf dem schwarzen Blatt, genau. Aber ansonsten ist es schon gut gemacht. Webseite über mich, ich soll Geschäfte mit dir machen, welches Bild ist besser? Also besser im Sinne von freundlicher, vertrauenserweckender, das Fensterbild. Auf jeden Fall, es ist authentischer. Das ist ja das, wovon die Porträtfotografie lebt. Ja. Diese Natürlichkeit, diese Echtheit, das wollen ja die Leute meistens ja auch haben. Ne? Ja. Die wollen ja nicht einfach nur so ein Passbild von sich haben, sondern wirklich was ausdrücken. Ja. Ausdruck ist wichtig. Also aber beide gut und beide gut gelöst und so weiter. Aber ich wollte es nochmal zeigen, dieser krasse Unterschied zwischen den beiden Bildern. Mhm. Ganz kurz bei dem Dave ist meiner Meinung nach die Augen ein bisschen sehr insgesamt Clarity vielleicht halbieren. Wäre eher nach meinem Geschmack. Und die Augen genauso auch. Wie sehen wir ein paar Mal heute, dass die Augen halt sehr, sehr weiß gemacht sind. Ist auch nicht. Also sieht die dadurch einfach ein bisschen künstlich aus. Dann machen wir mal weiter mit das ein bisschen ähnlich wie der Dave. So. Er hat dazu geschrieben, der Philipp hat dazu geschrieben, dass der Reflektor vergessen wurde. So. Wenn du mein Zielfotomagazin Fotografieren mit Blitz hast, da erkläre ich das eigentlich genau, wie man das macht und so. Wie man das aufhört. Das sieht so ein bisschen so aus. Typen hingesetzt. Kamera angemacht, Blitze noch nicht an, schwarzes Bild gemacht, wie man das macht, wenn man blitzt. Und dann mal den ersten Blitz angemacht und sagt, ja, ist schon nicht schlecht, ein bisschen Hotspot, aber schon nicht schlecht. Und jetzt fehlt das zweite Licht. Da fehlt ein zweites Licht oder ein Reflektor oder irgendwas. Er säuft ab. Er säuft ab im Sinne von schwarze T-Shirts, einfach schwarz, ist nichts drin, Kopf nach hinten säuft ab. Und was man hier halt auch sehr deutlich sieht, sehr, sehr, sehr dunkle Augen, weil das Licht kommt von schräg vorne, deswegen hat er einen Hotspot auf der Stirn und deswegen sind die Augen so dunkel. Mit dem Reflektor wird man das deutlich reduzieren. Dann würde die Farbe auch ein bisschen anders rüberkommen. Jetzt sieht es total übersättigt aus. Zu viel Kontrast drin, die Farben sind ein bisschen komisch verschoben. Das ist ein Nikon D750. Also ganz typischer Fall, einfach nicht fertig gemacht. Genau, weiter. Genau. Ja. Also gleiche nochmal machen, bitte. Genau das setzen, den gleichen Typen nochmal schnappen, nochmal dahinsetzen. Reflektor dazu. Oder einen zweiten Blitz. Oder ein anderes Licht. Genau, und Bildbearbeitung da halt so ein bisschen drauf achten. Farben ich glaube, wenn einfach nur der zweite Blitz wäre, würde das schon ganz anders aussehen, weil dieser hohe Kontrast, der durch Look entsteht, der macht die Farben auch so, dadurch sieht das so gesättigt aus, glaube ich. So ganz typisch so, oh, das ist immer noch ein bisschen gesättigt, zweites Licht, ist ein bisschen, würde ich jetzt denken, ja, also und ein bisschen. Und pudern würde ich, ein bisschen. Da glänzt so doll. Das ist psychisch immer ganz schwierig, da sitzt halt gerade bei Männern, wenn es nicht ein guter Kumpel ist, dann immer zu so sagen, ja, hier irgendwie, nimm doch mal einmal das Zeva-Papier über die Nase. Ja, aber es macht, aber macht es echt halt so. Sinn. Es ist so. Und wenn man ein bisschen fettige Haut hat, wie alle Männer das haben, dann weiß er das auch, weil alle haben wir das. Das ist halt einfach so. In dem Alter weiß man das schon, dass man fettige Haut hat. Weil es ist halt so, haben wir ja alle. Also ja, du, ich auch. Männliche Mischhaut. Halt so. Ich puder alle, grundsätzlich. Wenn ich blitze, im Studio immer, weil irgendwas glänzt immer. Also es ist ganz, ganz selten, dass eine Frau reinkommt und die so gepudert, dass da wirklich alles wie eine Maske ist. Ne? Weil man kann solche Stellen zum Teil, gehen wir nochmal kurz zurück, die ausgefressenen Stellen, die kriegst du teilweise nicht bearbeitet, weil wo nichts ist, kannst du nichts mehr reinzaubern. Genau. Also entweder sehr aufwendig oder sogar gar nicht mehr, wenn es total ausgebrannt ist. Genau. Aber auf jeden Fall aufwendig und kann man sich sparen, wenn man das im Vorfeld ein bisschen besser macht. Ja. So, dann haben wir noch mehr. Das ist auch so ein bisschen ähnlicher Look, um da mal bei zu bleiben. Heinrich. Ja, nein, wir haben im Vorfeld auch darüber gesprochen. Ich glaube, der Typ ist interessant. Also auf den irgendwie an Hafen setzen, Fischertyp oder sowas, meinetwegen. Also der sieht wirklich interessant aus. Es fehlt für mich ein bisschen Schatten. Auf jeden Fall Clarity mal nochmal auf Null setzen und ganz langsam steigern und nicht so weit wie jetzt. Viel zu viel Clarity drin. Und es fehlt so ein bisschen Schatten. Also der Typ ist interessant, nochmal machen, genau das gleiche Bild nochmal machen und überleg mal, wo du irgendwo Schatten hin haben willst. Zu grau auch, so, ne? Genau, die Schwarz-Weiß-Wandlung ist ein bisschen grau, was wahrscheinlich zusammen, diese zu viel Clarity und dann diese graue Wandlung, dadurch entsteht so dieser komische Look. Ist einfach ein komischer Look, farblos irgendwie. Ja, ist schwarz-weiß, aber ist trotzdem farblos. Ist wieder, aber den Typen an den Hafen setzen, oder? Sie ein bisschen, ich würde ihn aus dem Studio rausnehmen, der braucht irgendwie einen lebendigen Hintergrund, da muss was passieren, da muss eine Geschichte erzählen. Oder in Werkstatt stellen oder in den Oldtimer setzen oder keine Ahnung. Aber, weil der Typ sieht sehr interessant aus.
Definitiv. Nochmal. Genau. Haben wir nochmal sowas? Hier auch, wo wir gesagt haben, oh wow, den will ich auch fotografieren. Der sieht mega interessant aus, ja. Der Typ. So ein bisschen wie Albert Einstein, so von den weißen Haaren und Brille und so. Irgendwie, ne? Charakter, also Charaktertyp. Ja. Zerknittertes Hemd, das passt dazu, ein bisschen zerstreuter Professor und so. Also irgendwie in die Schule stellen, an die Tafel oder irgendwie entweder in eine Umgebung stellen, wo er wie ein Professor aussieht. Genau. Und mit dem Licht so ein bisschen, es ist auf jeden Fall zu dunkel. Jetzt ein bisschen schwierig, wir haben es im Vorfeld besprochen. Ich zeige mal einen Trick. Steht übrigens auch im Zielfotomagazin natürlich. Ne? Zielfotomagazin Blitz, genau sowas. Wenn ich mir das Histogramm angucke, es geht über den ganzen Bereich rüber. Das ist schwierig. Ich fotografiere ihn, ich gucke auf mein Display, ich sehe das Histogramm und denke, ja, Histogramm ist über alles rüber. Das Histogramm zeigt ja nur, wir haben was Weißes drin, aber nicht wo. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Wenn ich hier mal mit der Maus über das Bild gehe, über die Stirn, Mitte Stirn, dann siehst du hier unter dem Histogramm, siehst du Zahlen. Da steht jetzt 46, 46, 46. Da müsste stehen 90, oder nicht bei 90, aber mindestens 80, 80, 80. Dann wäre es korrekt belichtet. Es sei denn, du willst ein ganz düsteres Porträt machen. Das Problem ist ein bisschen, das Gesicht ist einfach viel zu dunkel. Hier haben wir die hellen Stellen. Hier haben wir nachher unsere 86, 90. Das Hemd ist hell. Und deswegen zeigt das Histogramm an, du hast helle Stellen, aber die hast du halt nur im Hemd und nicht auf dem Gesicht. Und ein ganz bisschen hier am Rand, ja klar. Aber also das ganze Bild ist einfach viel zu dunkel. Er säuft nicht ganz ab, aber ich würde es einfach heller machen. Und mit dem Typen kann man was richtig Cooles machen. Auf jeden Fall. Schick den Typen mal zu Elena. Unbedingt. Alles gut. Ja, gut gelöst ist keine Spiegelung auf den Augen, also keine Reflexion. Man hat hier so ein ganz bisschen diese Verzerrung, die man in Brillen immer hat. Das ist einfach so, es geht nicht anders. Ich finde es schön, dass die beiden Augen Licht haben. Ja, das ist auch super hingekriegt. Das ist grundsätzlich gut. Also das ist wirklich mega guter Ansatz, aber ist noch ausbaufähig. Mhm. Also kriegt man noch besser hin. Definitiv. Ja, vielleicht hast du ein bisschen Angst gehabt, weil es ist ISO 800, wobei ein Tausendstel. Nee, hätte eigentlich runtergekommen. Kann auch auf 400stel gehen können, wäre es immer noch scharf. Weil scharf ist es natürlich. Aber vielleicht war da ein bisschen das Problem. ISO 800, wollte nicht heller gehen oder so, aber dann geh halt nicht auf den Tausendstel. Also. Mhm. So, bleiben wir noch bei Blitz. Das habe ich vorhin angesprochen. Auch so ein typischer Sportler, das gehört zusammen, die beiden. Typischer Fall, man will Sportler fotografieren, man hat zwei Blitze, man hat halt nur zwei Blitze und bringt dann von hinten das Rimlight drauf. Dadurch, Trizeps, der hat dicke Arme, die will er zeigen, deswegen steht er ja so, Arme rausdrücken. Also will zeigen, dass ein Sportler ist, das ist gut, ein bisschen dezentes Rimlight drauf, das ist wirklich gut gesetzt, das Rimlight, es fehlt das dritte Licht oder ein Reflektor oder irgendwas. Weil was jetzt passiert, ist folgendes, er hat dunkle Augen, also er hat gar keine Augen und er hat Pausbacken, weil das Licht von schräg hinten kommt und dadurch hier ein Schatten entsteht. Da jetzt ein Licht, also guter Aufbau, ein Licht angemacht, zweites Licht angemacht, wo ist das dritte Licht? Das kann ein Reflektor sein. Oder ein Garagentor, keine Ahnung, Lampe, Tageslichtlampe, egal. Aber da fehlt einfach ein drittes Licht. Dann wäre es ein cooles Bild. Von schräg oben, weil dann sehen die Muskeln besser aus. Habe ich auch erklärt im Zielfoto Blitz fotografieren, was soll ich sagen. Soll gar keine Werbung sein, aber es steht tatsächlich da drin, genau das. Und was ganz, ganz wichtig ist, immer darauf achten, dass in Augen Reflexe vorhanden sind. Keine Reflexe, tote Augen, kein Porträt. Genau, tote Augen. Das muss unbedingt. Wir sehen, es kommt kein Licht von vorne, dementsprechend leuchtet auch nichts von vorne. Wenn du jetzt mehr reinzoomen könntest in das Video, würdest du sehen, von vorne kommt eine Videolampe, wir haben Reflexe in den Augen, weil es die Lampe beleuchtet. Und dadurch sehen wir intelligenter aus. Lebendig. Alles fake, aber... Nee. Und das Gleiche wiederholt sich hier. Da wollte er wissen, quasi eine Gruppe, das ist also hier CrossFit Erlangen. Nette Truppe wahrscheinlich, also sie sehen sympathisch aus. Ein bisschen das gleiche Spiel. Wenn ich eine Gruppe habe, sage ich dann immer, wenn du schon einen Blitz machen musst, dann musst du entweder einen Riesenblitz haben oder zwei. Weil zwei addieren sich, sind dann auch größer und kommen von beiden Seiten. Wir haben nicht das Problem, dass sie sich gegenseitig Schatten geben, weil zwei Lichter. Wahrscheinlich genau die, er hat wahrscheinlich nur zwei Blitze. Mhm. Aber alle haben Pausbacken. Guck dir das mal an. Ja. Genau dieses Problem. Er hat eigentlich hier neben der Nase einen Schatten. Man sieht die zwei Reflexe in den Augen. Dadurch sind die Augen lebendig, das ist gut. Aber dieser Pausbacken-Effekt, der bei allen entsteht, und sieht niemandem gut aus. Der stört halt immer. Und der kommt davon, weil du zwei Blitze von der Seite kommst, statt die entweder von vorne kommen zu lassen, ein sehr großes, oder halt eben bei Tageslicht machen. Ich weiß, es geht nicht immer. Das ist das Problem mit dem Bild. Mhm. Genau. Die Lösung, Elena, du hast bei dir im Studio eine Lösung? Ja, ich habe ein relativ kleines Studio. Das ist im Prinzip so ein größeres Wohnzimmer, aber mit einer hohen Decke. Das ist immer ganz wichtig, ne, bei solchen Geschichten. Und ich habe tatsächlich meinen Hintergrund und auf der anderen Seite, auf der anderen Wand, eine Blitzlampe quasi unter der Decke mit einem riesen Striplight, die wirklich auch
breit ist und hoch, also hoch und breit, genau, so dass sie mir quasi einen Effekt gibt wie ein offenes Garagentor, so dass das Licht wirklich von vorne kommt, leicht geneigt natürlich nach unten, dass man auch leichte Schatten hat, das ist wichtig, sonst ist das ja alles weggeblitzt und so kann man wunderbar immer Gruppen fotografieren, das nutze ich ja dann, wenn ich Familienfotografie ab 3 Personen aufwärts, weil dann komme ich mit der kleinen Leuchte einfach nicht aus und ich brauche ein vernünftiges Licht. Dafür ist das super, genau. Und ansonsten wirklich immer gucken, Tor aufmachen. Tunneleffekt. Ja. Tunnellicht ist immer super für Gruppenaufnahme, wenn die dann nebeneinander passen. Habt ihr überhaupt keine Probleme, habt Reflexe, schönes Licht. Das war wahrscheinlich am Abend das übliche Problem. Ist dann immer schwierig. Die haben nur am Abend Zeit alle und so, ich weiß, wie es ist. Aber nur als Tipp für Gruppen. Genau. So, was ist systematisch hier, was haben wir denn hier noch? Die Claudia hat das Bild geschickt, das ist Maren. So. Möchtest du? Ja, an sich ist es ein sehr schönes Porträtbild von dem Bildaufbau her. Eine tolle, interessante Frau. Ein paar Sachen, die mich stören, tatsächlich diese Bildüberarbeitung. Also es ist zu viel Bild bearbeitet worden. Ich finde, man sieht, das ist eine reife Frau. Und reife Frau darf auch Falten haben. Die muss nicht glatt gebügelt sein. Das sieht total künstlich aus. Auch wenn die Frau vielleicht sagt in dem Moment, oh, sehe ich toll aus, sehe ich jung aus. Aber das ist nicht sie. Und die Porträts sollen einfach lebendig bleiben. Die sollen die Person irgendwo widerspiegeln. Also das ist das Erste. Also es ist okay zu retuschieren, aber wirklich nicht so, dass es auffällt. Und die zweite Geschichte, das ist mir oben zu hell und unten zu dunkel. Und so sieht das auf den ersten Blick, als ob der Kopf schweben würde. Ich würde da wirklich bei sowas vielleicht achten, dass man mehr vom Hals sieht oder eine hellere Klamotte, weil ich denke mal, mit dem Aufhellen kriegst du da nicht viel rein. Also da ist wirklich Ende. Nee, das ist einfach zu düster unten. Dadurch, dass sie auch so helle Haare hat. Ne? Mhm. Ansonsten ist das wirklich ein toller Blick, tolles Bildaufbau, also wirklich schöne Reflexe in den Augen. Nur die ist minimal. Also nochmal wirklich die Rohdatei sich schnappen, weniger bearbeiten und vielleicht dann minimal gucken, dass man in den Tiefen eventuell nochmal Zeichnung reinkriegt. Würde ich versuchen, Claudia. Ja. Wirklich, nimm die RAW-Datei, geh nochmal ran und versuch mal alles auf halbem Wert stellen und Schatten ein bisschen aufhellen. Mhm. Überleg mal, ob das nicht besser gefällt. Mit ein bisschen Abstand vielleicht auch, also zeitlichem Abstand nochmal überlegen. Ja, nein, vielleicht ist besser. Also persönlicher Geschmack und so weiter, aber waren wir uns ein bisschen einig. Ja. Hatten wir schon. So, Jannis, leicht bekleidete Frau im Studio, das kann man gut machen. Ein Licht wahrscheinlich, eine große Softbox, so ähnliche Sachen habe ich ja auch schon öfter hier in den Videos gemacht. Jetzt achte mal ganz kurz drauf, ich mache mal Fullscreen. Wo geht dein Blick als erstes hin? Wie läuft dein Blick durch das Bild? Knie, oder? Knie und Wade. Also ich kann ihr eigentlich nicht, kann ihr kaum ins Gesicht gucken, weil mein Blick bleibt an ihren Eier zwischen den beiden Knien hin und her. Das vordere Knie, also ihr linkes Knie, ist größer als ihr ganzer Schädel. Das liegt daran, er hat mit 60 mm gearbeitet und ist einfach zu nah dran dafür. Wenn du keinen Platz hast, nicht weiter weggehen kannst, dann solltest du sie halt ein bisschen anders hinsetzen. Wenn sie sich ein bisschen weiter schräger gedreht hat, das Knie weiter weg von der Kamera, was dicht an der Kamera ist, sieht größer aus. Knie ist dichter an der Kamera als der Schädel, deswegen sieht das Knie größer aus als der Schädel. Dreh sie ein bisschen. Und dann kann man immer streiten, man sieht den Fuß und das Bein, was da so hochläuft, was durchaus schön sein kann, aber es führt halt zu nichts. Es ist eine führende Linie und da kommt nichts mehr. Weil das führt nicht irgendwie zum Schädel oder irgendwie sowas. Also, und dazu kommt, das Gesicht ist relativ dunkel, das kann man machen. So ein bisschen verschämter Blick und so, alles gut, finde ich schön. Das ist eine schöne Frau, auch schöne Arme und so da oben, das Licht oben ist alles schön. Aber diese Beingeschichte stört mich total. Jetzt können wir darüber nachdenken, ob wir das ein bisschen anders zuschneiden. Wir haben es vorhin versucht, das ist gar nicht so einfach, weil ich irgendwie, wenn ich versuche, das da oben zu machen, ich habe immer irgendwie noch so Knie drinne. Ich könnte versuchen, hier irgendwie, keine Ahnung, so zu machen, Hochformat draus zu machen und den Ellbogen nicht zu sehr abzuschneiden oder so, vielleicht, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ein bisschen besser schon. Ich gucke das halbe Bein noch, dass es okay ist und so. Und auf jeden Fall schon mal besser, weil jetzt gucke ich zum Gesicht. Jetzt habe ich den hellen Arm, heller als das Gesicht. Mhm. Aber zumindest habe ich hier diese Blickführung so ein bisschen zum Gesicht hin eher. Weil tendenziell gucke ich als Mensch einfach zu. Ne? Wenn ich irgendwo eine Person sehe, gucke ich zur Person. Wenn die ein Gesicht hat, sehe ich ihr Gesicht als erstes an. Quasi, ist da eine Bedrohung oder nicht? So, instinktiv. Und deswegen wandert mein Blick über die Arme zu ihrem Gesicht und dann ist es sehr viel besser. Es ist nicht doll nachbearbeitet, das ist soweit alles gut. An sich ist es wirklich ein schönes Bild. Schöne Frau, schönes Bild. Noch ein bisschen anders positionieren. Ja. Und das zerknitterte Tuch hier ist auch völlig okay. Also ich würde vielleicht eher sogar ein Kleid nehmen oder so, als jetzt. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein Kleid oder ein Bettlaken. Also eher ein Bettlaken zerknittertes Bettlaken. Oder das vielleicht ein bisschen dunkler oder heller, weil ich sage, ja, schwarz-weiß, aber dann wird es ablenken, vielleicht ein bisschen dunkler. Aber
Aber Details müsste man ausprobieren. Aber per se, Lichtsetzung ist gut. Sie ein bisschen anders hinsetzen, anders drehen oder sowas wäre meine Empfehlung. Und ganz kurz, wir kommen gleich nochmal dazu, Thema Hände im Bild. Hier in dem Fall gefällt es mir ganz gut. Ja, also sie hätte vielleicht noch ein bisschen lockerer die Hand halten können, aber an sich ist das immer eine schwierige Geschichte, Hände in einem Porträtbild. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber das gefällt mir. Hier ist es gut gemacht, ja. Also ja, weil sie hält das Tuch hoch so ein bisschen, ohne dass es irgendwie verkrampft aussieht. Mhm. Und es sieht natürlich aus, dass sie als nackte Frau da irgendwie das Tuch hochhält, ist völlig gut. Stört mich überhaupt gar nicht. Nee. So, hatten wir schon. So, ganz natürliches Porträt. Das ist auch mit der A7M3 auf 28,75 sehe ich es, wie viel Millimeter? 30 mm, Weitwinkel-Look. Genau. Wir haben ganz bisschen hier stürzende Linie drin. Ist nicht zwingend schlimm. Das ist Jammern auf hohem Niveau. Auf hohem Niveau, ja, also schönes Bild. Mhm. Ich kann hier mal einmal auf Auto drücken. Das ist ein bisschen weniger zumindest. Ist ein bisschen doll bearbeitet für meinen Fall. Also sieht ein bisschen sehr weich gezeichnet aus. Und auch hier zu viel Augen geschärft oder sowas. Aber Detail. Per se gut. Sie sieht schlank aus, sie sieht attraktiv aus, sie sieht auch sehr sympathisch aus, also sieht nach einer ganz netten Person aus. Sie spiegelt sich in der Scheibe. Ich weiß nicht, ob der Fotograf nach links hätte gehen können, der Ferdinand. Dass wir die Spiegelung mit drin haben, wäre vielleicht interessanter. Wir haben sehr viel hier hinten, da guckt sie aber nicht hin, da ist auch nichts Interessantes. Ich weiß nicht, ob da was Interessantes kommt. Das Interessante könnte sie sein als Spiegelung oder so, also Querformat. Willst du ausprobiert haben? Keine Ahnung. Wird wahrscheinlich nicht gegangen sein, das weiß ich nicht. Aber per se, schönes, nettes Bild, gleichmäßiges Licht, tolle viel Location, Licht um, tolle Location, tolle Frau. Ja, interessant. Und gerade Weitwinkelporträt ist ja nicht immer einfach. Das ist ja immer die Frage, darf man mit Weitwinkelporträts machen? In dem Fall auf jeden Fall, weil man eine Umgebung zeigt. Und die führenden Linien, die dürfen dann so dramatisch dann auch wirken, weil es passt. Ja, also in dem Fall passt das wirklich super. Ja. Gefällt mir. So, den habe ich übersprungen. Da hat er mich gefragt, wie soll er das beschneiden? Also er hat ja wahrscheinlich schon beschnitten. Sigma 30 mm. Was soll ich sagen? Es ist halt schon sehr eng. Also da würde ich jetzt vielleicht nicht noch mehr beschneiden. Aber die Schwierigkeit ist immer sowas. Sie stehen so ein bisschen angeschnitten oder das Schädel eigentlich nur angeschnitten. Ist jetzt auch ein komischer Bildausschnitt. Wenn ich da mal auf zwei, also Format, wenn ich auf 2x3 gehe, das ist ja sowas. Ist für meinen Geschmack zu eng. Selbst wenn ich nach unten gehe und die stehen. Also meine Meinung ist immer, entweder Absicht, man soll sehen, dass es Absicht war, dass du beschnitten hast, also dann auch wirklich in die Stirn rein, oder halt gar nicht. Nicht so ganz paar Haare abschneiden, weil das sieht immer noch Unfall aus. Und hier mehr Platz lassen unterm Kinn, das ist zu eng, ja, das wirklich ist schnürt irgendwie zu. Ne? Ja. Also lieber minimal mehr, sage ich immer, mehr Speck mit fotografieren, also Speckumrandung vom Bild, nicht den Speck. Und dann später ein bisschen korrigieren, falls ich mein Bild drehen muss oder wie auch immer. Ich weiß, es fällt schwer. Ich bin auch so eine, ich fotografiere, versuche immer so zu arbeiten, dass ich später nichts mehr abschneide, weil ich denke, ich verliere immer Qualität und so weiter. Ne? Aber gerade bei engen Geschichten, dann hat man noch ein bisschen Platz, weil das ist wirklich einfach zu eng von unten. Also da würde ich wirklich das Bild einfach sagen, nochmal. So, dann haben wir hier noch etwas Interessantes gehabt. Das ist die Canon EOS R. Mit dem Geigenspiel, nee, nicht Geige, was ist Kontrabass? Kontrabass, ne? Ich glaube, Kontrabass. Sieht ein bisschen nach Making-of aus, also die Lampe würde man wahrscheinlich wegstempeln und so, ignorieren wir das mal. Interessanter Look. Also wirklich ihn, interessanter Look. Cool, also cool, richtig. Passt und so, und auch mal ungewöhnliche Location. Kontrabass gehört nicht aufs Parkdeck und so, deswegen ist es interessant. Das ist eigentlich gut. Lichtverlauf vielleicht ein bisschen komisch hier, wird durch den Spot, den er wahrscheinlich, kommt von vorne ja auch nochmal irgendwie ein Spot. Dieser Pfeil stört mich, weil der Pfeil geht von ihm weg. Zu dieser Pfütze, was ist denn in der Pfütze? Da ist ja nichts. Man müsste es ein bisschen an. Also, das sind alles tolle Gestaltungselemente. Man müsste die nur anders umsetzen. Also, ich würde diese Aufnahme wirklich versuchen, nochmal zu machen. Ja. Mit dem Pfeil zu arbeiten, dass man vielleicht den tatsächlich an den Pfeil auch ransetzt und sagt: Ah, da sitzt er. Das Licht an sich ist gut. Ja, also ne? Licht auf ihm finde ich sehr schön. Ja, spannend. Gefällt mir. Und, und dann so belichten, dass man den Hintergrund nicht so deutlich sieht, weil man sieht da irgendwelche Laternen. Mich stört auch so diese leicht schiefe, oder sieht das nur so schief aus von meiner Seite? Der Hintergrund, der erzählt keine Geschichte, der nervt nur eigentlich. Also anders belichten. Ja. An sich und ein bisschen anders aufbauen. Sehr gut, anders belichten. Interessanteren Hintergrund, wenn das Stadtlichter wären, das ist ja wahrscheinlich auf dem Dach von der Parkgarage oder so. Vielleicht sind irgendwo Lichter im Hintergrund, dann ist es wieder irgendwie oberhalb der Stadt und so und er spielt für die Stadt oder so. Das kann eine interessante Story sein. Und diesen blöden Pfeil, wenn wir da ins Bild reinbringen, dass er Sinn macht,
oder weglassen. Mhm. Genau. Ne, ihn nach hinten schieben ein paar Meter, da sieht man den Pfeil nicht. Oder ihn halt hier hinsetzen, dass der Pfeil auf ihn zeigt, wenn man denn das unbedingt möchte. So ist ein bisschen der Pfeil, kommt aus dem Kontrabass raus und geht zur Pfütze. Mhm. Macht keinen Sinn. Aber nochmal, also echt, aber Lichtsetzung sehr machen. Schön, ja. So, da haben wir hier ein bisschen, da haben wir drüber gerätselt. Farbverschiebung, also ganz komisch Farben, wahrscheinlich sind da irgendwie Büsche und Büsche oder Bäume geben halt immer ein gelb-grünes Licht. Das ist jetzt aufgenommen mit der A7M3. Geben immer so ein grünliches Licht, das muss man halt eventuell korrigieren, wenn die Kamera das falsch macht. Das ist übersättigt und dadurch ist dieser Effekt noch verstärkt. Also Farbverschiebung ist komische Hautfarbe, die hat mit Sicherheit nicht so eine Hautfarbe. Und dann ist es ganz komisch bearbeitet, haben wir eben auch schon gesagt. Die Augen viel zu weiß und irgendwas stimmt mit dem Gesicht nicht. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Auch irgendwie Clarity minus und sehr viel Schärfe auf die Augen, irgendwie sowas wahrscheinlich. Ja, das ist ein Fall wieder, wo man sagt, weniger ist mehr. Ja. Wirklich nochmal sich die Rohdatei nochmal packen, mhm. nochmal von vorne anfangen. Mhm. Und wenn man mit den Farben gar nicht klarkommt, weil irgendwas ins Gesicht reflektiert mhm. hat und man kriegt teilweise diesen Grünstich ja wirklich nicht raus, das kenne ich ja, genau. Dann macht man schwarz-weiß, zieht mal ein bisschen Kontrast. Die Augen sind in dem Fall leuchten natürlich noch mehr, aber mhm. das wäre dann in der Rohdatei ja nicht mehr. Mhm. Weil an sich vom Bildaufbau, vom Look her, ja, ist es gut. Okay. Aber es ist überarbeitet. Mhm. Es ist einfach zu viel, okay. zu much, ja. zu irgendwie. Mhm. Dieser Busch hier, dieser Ast, der darunter hängt, mhm. würde ich zumindest probieren, wie das aussieht, wenn es geht, den nicht mit drin zu haben. Weil der ist jetzt dadurch, dass er auch so hell ist und so intensiv grün, mhm. der ist ja richtig giftgrün. Dadurch ist der ein sehr starker Blickfang und soll er ja eigentlich wahrscheinlich nicht. Ich könnte mal hier Luminanz nehmen und mal versuchen, das ein bisschen runterzuziehen. In der JPEG geht es jetzt natürlich ja. nicht. Aber man sieht auch, guck mal, dass ich ziehe gelb-grün runter und guck mal, was hier in den Haaren passiert. Mhm. Also die Farben sind irgendwie schräg verschoben. Ja. Ganz ehrlich. Und natürlich auch ausgebrannt, aber das dürfte, ne? Das ist halt ausgebrannt, das finde ich jetzt nicht so traurig. Solange es nicht im Gesicht ist, ist ja alles gut, ne? Genau, nicht komplett von hinten. Also das wäre okay. So, dann haben wir hier nochmal Laurent. Also nennen wir ihn mal Laurent, weil es französisch gebildet nicht klingt. Nicht böse sagen, keine Ahnung. Also der Herr Bürling. Okay. Der Herr Bürling. Herbstporträt. Schöne Farben für den Herbst, weil diese Brauntöne ist ein bisschen künstlich nachbearbeitet, die waren wahrscheinlich nicht so, aber passt zu ihrer Haarfarbe und der blaue Pulli dazu. Finde ich nett. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist irgendwie ein Blatt oder irgendwas Autofokus. Irritiert mich. Weil der blaue Pulli und jetzt das sieht nach Unfall aus. Mhm. Oder stehst du irgendwie zwischen, wahrscheinlich stehst du irgendwie am Baum oder ist irgendwie ein Ast mit Blatt mit drin oder sowas. Problem hatten wir vorhin schon mal, die Augen sind zu dunkel. Da ist ein ganz kleiner Fleck drin, da ist also irgendwie wahrscheinlich ein ganz kleines bisschen Blitz mit drin. Irgendwie vielleicht sogar der Aufsteckblitz oder so, sieht man das hier zufällig? Blitz wurde ausgelöst, genau, also da ist ein Blitz mit drin. Das sieht man. Und dadurch habe ich zumindest einen Fleck in den Augen drin, aber es ist nicht das, was wir vorhin meinten mit einer Reflexion in den Augen. Es ist einfach jetzt irritiert ist, weil ein kleiner Mini-Fleck drin ist und der Rest vom Auge so schwarz ist. Mhm. Ich kann nicht mal sagen, welche Augenfarbe sie hat. Wir haben es vorhin versucht rauszufinden, keine Ahnung, braun wahrscheinlich, aber weiß ich nicht, ist zu dunkel, zu wenig Information drin. Da drauf achten, Reflektor. Reflektor hinhalten, schon hat sie Licht in den Augen. Ja, und dann Kopf, wenn es geht, wenn es passt, oder? Wenn es aussieht, ein Tickelchen höher, mhm. und dann reflektiert schon der Himmel und dann reicht es schon. Mhm. Auch der bewölkte Himmel reflektiert in den Augen. Genau. Das geht. Mhm. Das ist ein bisschen schade, dadurch leidet das Bild ein bisschen. Und sie guckt halt ein bisschen langweilig mit der Hand da hinten so. Dann ist es auch kein super spannender Blick, den sie drauf hat. Mhm. Die Idee ist gut, Farben gut, also gut ausgewählt und so, alles gut. Reflektor dazu und irgendwie schmutzige Witze machen oder genau. sie zu einem interessanten Gesicht, das ist ja das Schwierige. Also, interessant muss ja nicht heißen lachen, kann auch weinen oder traurig sein oder nachdenklich, keine Ahnung. Aber so ist ein bisschen... Und was Schönes denken lassen. Dauert das noch lange her. Bist du fertig? Ist nicht böse gemeint, ne? So, da haben wir den Sebastian dazu geholt, weil wir gesagt haben, wir sind zu alt für sowas. Und er war derselben Meinung wie wir. Und er ist unter 30. So, die Idee von dem Licht her ist schön. Das Licht ist zu doll für meinen Geschmack, aber da können wir drüber streiten, dass das Gesicht säuft hier ein bisschen ab. Ich hätte da ein bisschen mehr drin gelassen, ganz ehrlich. Reflektor dazu, dass es wieder ein bisschen heller ist. Ich weiß nicht, ob das Werbung ist für Stay Wild. Weil das ist das Hellste im Bild, ist halt der Schriftzug Mondschild. Keine Ahnung, wenn das wichtig ist, ja, das ist wichtig, sonst hätte ich das weggelassen. Also einfach zu. Mal. Mhm. So. Und viel spannender. Viel spannender. Und wir sehen sofort irgendwie ein bisschen sehr viel Schwarz drin, weil der Kopf hängt halt im Nichts. Und schrecklich nachbearbeitet. Kann ja, ist zu sagen. Viel. Das ist wirklich sagen. Wieder so ein Fall, wo absolut überarbeitet ist. Aber die Überarbeitung 80% zurücknehmen. Mhm. Wirklich, ganz, ganz, ganz tolle schrecklich. Frau, toller Schöne Blick. Schöne Frau, wunderschöne super Frau. Idee. Super Idee, toller Blick.
Und dann kaputt gefotoshoppt. Also nochmal Rohdatei sich vornehmen und nochmal versuchen, wieder in den Schatten was aufzuhellen, das Weiche rausnehmen. Je nachdem, also teilweise steckt ja wirklich noch sehr viel in so einer Datei drin. Also man unterschätzt das. Er wird Kontrast sehr hochgezogen haben. Ja. Wahrscheinlich ist es gar nicht so abgesoffen im Original. Wahrscheinlich könntest du das einfach retten, indem du einfach ein bisschen mit den Helligkeiten oder Kontrast halt spielst. Weil das Bild per se finde ich sehr schön. Ja. Also wirklich schön. Gute Idee und alles. Tolle Frau. Aber guck dir mal die Nachbearbeitung an. Way too much. Mhm. Für meinen Geschmack kann man immer eine andere Meinung haben. So, dann haben wir hier, wollen wir langsam fertig werden, aber hier haben wir nochmal ein ganz typischer Fall, das Histogramm. Ich hab das Bild gesehen im Browser und gesagt, Histogramm geht bis zur Mitte. So war es auch. Geht bis zur Mitte. Ist zu dunkel. Und du willst einen düsteren Look haben, okay, düsterer, tätowierter Typ, alles klar. Trotzdem die Aufnahme so machen, dass es bis rüber geht. Und es ist nicht düster, weil das Histogramm bis zur Mitte geht, sondern es ist düster vom Look her, den du halt haben möchtest oder sowas. Also viel heller belichten. Das ist ISO 100, wäre gar kein Problem gewesen. Also da darauf achten, dass das Histogramm wirklich ausgefüllt ist. Ich mache wieder zurück. Ansonsten Lichtsetzung und so weiter ist schwer zu sagen, weil das so dunkel ist. Ich mache es mal einfach ein bisschen heller, so ein bisschen mehr sehen. Wahrscheinlich wolltest du diesen Look haben, dass halt, das eine ist, er steht seitlich, dadurch sieht er breiter aus, er drückt die Brüste raus, dadurch sehen die größer aus, die Arme sehen dicker aus, dadurch sieht er muskulös aus, das ist gelungen. Er sieht finster aus durch die Tätowierung, also das sollte ja wahrscheinlich so. Das ist gelungen. Augen vielleicht ein bisschen dunkel. Jetzt nicht unbedingt Stil, den ich mag, weil er einfach zu finster, zu düster ist. Vor dem habe ich Angst. Und ja, der ist Türsteher und das soll auf seine Webseite, okay. I will protect you. Aber wahrscheinlich ist er ein super netter Typ und liebt Katzen und ist nett und so, keine Ahnung, weiß ich ja nicht, aber... Ich finde es zu düster, ganz ehrlich. Aber vielleicht. Ich würde mit dem Typen nochmal probieren. Wer klingelt? Wer klingelt? Ich klingel nicht. Das ist auch gar nicht mein Ton. So, den Hut noch und dann sind wir auch durch hier. Mhm. So, Hut. Mann mit Hut. Mehrere Sachen. Zum einen, der Hut verdeckt die Augen. Also das Licht in den Augen. Die Augen sind zu dunkel. Nase ist heller als die Augen. Das ist selten gut. Es sei denn, man will das aus irgendeinem Grund. Das ist ein typisches Problem. Licht kommt von oben und der Hut verdeckt einfach die Augen. Dafür ist er ja da, er gibt Schatten. Finde ich in dem Fall nicht gut. Wir sehen gleich, dass man das anders machen kann. Dann so diese Denkerpose, Hand am Kinn. Ja, okay, kann man machen, bin ich nicht so ein Fan von. Und von oben runter fotografiert. Deswegen, wenn du runtergegangen bist mit der Kamera oder er den Kopf anders gehalten hätte, wäre der Hut auch nicht so ein Problem. Von oben runter ist immer verniedlichend. Das kann bei Kindern süß aussehen und bei Tieren kann das süß aussehen, wenn man das möchte. Bei erwachsenen Männern mit Hut und dann süß aussehen, das passt nicht. Frauenporträt, ja, bei Männern das wird schwierig. Ja. Du, bei dir haben wir das ja auch schon mal gemacht. Ganz am Anfang, weißt du? Ja, das kam super an. Kam super an, weil das so ungewohnt war, weil ich immer... Ja, weil ich Licht in deinen Augen haben wollte. Ja, und da ich ja nicht größer als du bin, musstest du runter. Und es kam sehr gut an, es kam wirklich sehr gut an. Ich habe sehr vieles tolles Feedback zu bekommen, weil es so ungewohnt war und ich plötzlich mal nett aussehe, statt immer finster. Also wenn man das mit Absicht macht, ist alles gut. Aber da einfach nochmal sehr drauf achten, von oben runter ist meistens verniedlichend und bei Männern selten gut. Mhm. So, besser gelöst ist es hier. Frau mit Hut. Da ist das Gesicht hell. Man sieht natürlich ein bisschen Schatten, das geht auch nicht anders. Da hat er geblitzt. Und durch den Blitz hat er das Gesicht wieder aufgehellt, weil das Licht von oben, das Tageslicht, würde halt auch der Hut würde den Schatten geben. Mhm. Und das hat er mit dem Blitz halt eben gelöst. Und gut gelöst. Also ich hätte es nicht ganz so kontrastreich, also nicht so farbig. Mach mal einmal in Schwarz-Weiß, bitte. Ja, auch sehr cool. Ja, also nicht ganz so klar. Ein bisschen. Vielleicht so, ja. Ein bisschen mehr, ja. Kontrast? Doch, du mit dem Kontrast. Ja, das ist doch richtig Hammer. Ja. Also beides. In Farbe finde ich das ein bisschen zu gelb, ist mir ein bisschen zu doll. Genau, also irgendwie ein bisschen entsättigend. Genau. Aber genau, ja, ist minimal und dann schon sieht das angenehmer aus. Genau, vielleicht so oder so. Genau. Also ein bisschen entsättigend, aber viel, also dieses Hutproblem gelöst mit dem Blitz oder Reflektor oder Auffäller oder sowas, schon ist das gelöst. Mhm. Und das ist ein ganz typischer Fall, das hatten wir ja auch, jetzt machen wir doch noch einen, da, typischer Fall. Der Hintergrund ist heller als sie und hat wahrscheinlich in Nachbearbeitung dann irgendwie die Tiefen total hochgerissen. Das sieht ganz komisch aus, Farben sind verschoben und so. Mhm. Da ist wahrscheinlich irgendwie Maximum rausgerissen, weil das Bild wahrscheinlich viel zu dunkel war in ihrem Gesicht. Und die Lösung ist natürlich, genauso ein Fall haben wir in der Zielfoto Blitz, genauso ein Fall, Herbstporträt draußen, Gesicht zu dunkel, mit dem Reflektor, Diffusor oder Blitz, habe ich alles drei beschrieben,
kann man damit halt aufhellen. Das hat er hier nicht gemacht. Und da hatte ich das Gesicht zu dunkel, keine Reflexion in den Augen, zu dunkel gewesen, sehr aufgehellt und da hat die Farben total verschoben. Und der Hintergrund wäre ja eigentlich per se schön. Und sie ist auch eine attraktive Frau, gleichmäßig beleuchtet. Würde ich nochmal machen. Ja, also wenn es wirklich, wenn man die Leute kennt und weiß jetzt, aha, das könnte ich jetzt besser machen, würde ich wirklich nochmal, wenn man unzufrieden ist, nochmal, so lernt man es. Man lernt es nicht anders. Früher habe ich Kilometer von Filmen verschossen und jetzt macht man halt für ganz viele Gigabytes an Daten, die man dann vielleicht wegschmeißt, aber so lernt man es. Genau. Das klappt halt nicht auf Anhieb. Also Marcel, schnapp sie dir nochmal. Noch ist ein bisschen Herbstlaub dran, zumindest bei uns. Versuch das nochmal und nimm mal einen Reflektor mit. Oder Diffuser mit. Und zwei das muss ja auch gar nicht viel sein. Einfach easy vor dem Bauch halten lassen. Ja. Sie könnte sogar selbst halten, Reflektor, genau. Und schon wäre das Gesicht drin, Augen wären heller. Und du müsstest da nicht so doll die Schatten aufhellen. So, ich würde sagen, das war lang genug. Warte mal, lass uns mal ganz kurz nochmal durchgucken. Die war noch. Ja, gut. Geh nochmal. Die hier, die müssen wir bitte nochmal. Die war ja cool, bitte. Achso, so, das ist zum Beispiel so ein Bild, wo ich sage, Potenzial ist mega. Das ist eine tolle Frau, die hat eine Mähne, das ist selten. Das ist ja, das lebt halt dadurch, dass das wirklich außergewöhnlich ist. Das ist ein mega Hintergrund, nach sowas sucht man immer. Das sind irgendwelche Linien, mit denen man super arbeiten kann. Die Umsetzung. Ich würde halt, wie gesagt, die Frau auf jeden Fall nochmal schnappen, nochmal dahin gehen, nochmal fotografieren. Was mir hier fehlt, also erstmal der Ausschnitt, den würde ich anders machen. Könntest du das bitte nochmal den gleichen, so wie letztens? Du wolltest es, glaube ich, so. Ein Quadrat im Prinzip. Ein Quadrat hat man gemacht. So? Also ein Quadrat. Quadrat? Doch. So ein bisschen asymmetrisch ruhig. Genau. Zack. So, dann in Schwarz-Weiß. Für Farbe, also das Bild in Farbe ist mir einfach zu langweilig. Da fehlt an Schatten, da fehlt an Kontrast, da fehlt an Sättigung. Klar kann man das alles irgendwie im Photoshop oder Lightroom retten, aber von vornherein. Das Bild selber ist mir einfach nicht spannend vom Licht her genug. Deshalb gehe ich in so einem Fall, wenn ich sage, ich kann es nicht wiederholen, das war ein spontanes Bild, würde ich in Schwarz-Weiß gehen und hier nochmal Kontrast und nochmal heller. Habe ich schon. Hast du schon? Noch? Machen wir noch ein bisschen? Noch mehr? Ja, jawohl. So, das ist natürlich, es ist künstlerisch wertvoll, kann man sagen, aber so finde ich das schon viel, viel krasser, weil die Frau ist wirklich, die ist der Hammer. Da würde ich auf jeden Fall nochmal machen. Tolle Idee, nochmal anders umsetzen, ruhig sich mal trauen, näher zu gehen. Man muss nicht immer alles zeigen. Natürlich hat die lange, tolle Beine, aber in diesem Bild, die tragen nicht zum Bild bei. Also es wird dadurch nicht spannender, interessanter oder irgendwie besser, gerade weil man diese Gosse da auch noch sieht. Oder man müsste in Weitwinkel gehen, sich auf den Boden legen und diese Dramatik nach oben, dass man es übertreibt. Dann wird es wieder spannend. Ne? Das ist mir so ein bisschen zu langweilig. Aber das Bild oder das Motiv hat Potenzial, daraus wirklich tolle Serie zu machen. Also würde ich nochmal machen. Ja. Sonst halt am Zeitungskiosk meine Vogue kaufen. Ja. Also sie ist ein typisches Vogue-Model und er hat sie auch versucht so zu machen. 35 mm, er liegt auf dem Boden, dadurch hat sie diese langen Beine, das war ja Absicht. Aber es ist halt so fast gut gelöst irgendwie, weil es fehlt ein bisschen was. Genau, also es fehlt so der letzte Kick, dass man sagt, wow. Ne? Also das ist wirklich, wie du sagst, Wow-Bilder, also das wäre so ein Wow-Bild, wenn man es richtig umsetzt. So, also, ich hoffe, das war hilfreich. Alles, was wir gesagt haben, unsere persönliche Meinung, nichts war böse gemeint und nichts war als persönliche Kritik gemeint, weder am Model noch am Fotografen oder sowas, sondern es ist immer einfach, hier zu sitzen und zu sagen, ich hätte das so und so anders gemacht. Es ist ganz was anderes mit der Kamera in der Hand, das wissen wir sehr genau. Ja. Tolle Bilder, danke nochmal alle, die eingeschickt haben und sorry nochmal für alle, die jetzt halt nicht dabei sind. Wir machen das hin und wieder mal, nicht zu häufig, aber hin und wieder werden wir das mal öfter machen. Wenn euch das gefällt, wenn dir das Video also gefallen hat, lass einen Daumen da, lass auch gerne einen Kommentar da, dass es dir gefallen hat. Und dann schauen wir, dass ich Elena mal wieder überrede und dann machen wir das. Klar. Also, schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, es war gut. Ja. Wahrscheinlich viel zu lang. Kannst ja was rausschneiden. So, sage ich jetzt Stopp hier.